Hallo Freunde, guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind heute wieder da mit einem neuen Video. Und ich möchte euch heute ein Geheimnis zeigen. Wenn ihr euch auf CCNA-Prüfung oder CCNP-Prüfung vorbereitet, ich möchte euch eine kostenlose Ressource zeigen, wo ihr kein Geld ausgeben müsst und könnt viel lernen. Und zwar Cisco-Website und Kit Barkers Website. Ich weiß nicht, ob ihr Kit Barker kennt. Kit Barker ist einer der besten lass uns in Google Kit Barker. Er ist dieser Typ, meine ich. Er ist doppelt CCIE zertifiziert in Routing, Switching und Security. Und das hier ist die Webseite von Kit Barker. Er macht auch diese Quiz-Dinge. Und die Quiz sind echt interessant. Man kann auch teilnehmen. Ist eine Art Gamification. Alles ist spielmäßig gemacht. Guckt euch das an. Aber was mich interessiert, sind hier die Packet Tracer Szenarios in verschiedenen Themen. Wi-Fi, WLAN, IPv6, IPv4 und alles mögliche. Troubleshooting, DHCP, NetPath, alles, alles mögliche. Es gibt zahlreiche Szenarios hier, die man machen kann. Und aber die Voraussetzung ist, Packet Tracer auf dem Rechner installiert zu haben. Egal ob macOS, Linux oder Windows. Ihr könnt einfach Packet Tracer runterladen, installieren. Ich habe das schon auf meinem Rechner. Und ich habe hier drei Labs. Hier war das ja. Ich habe drei Labs runtergeladen. Die sind einfach, nicht so schwierig. Und ich habe gestern alle drei gemacht und möchte heute mit euch machen und zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und die Cisco-Webseite zeige ich euch auch, bevor ich das vergesse. Cisco.com. Das ist die Webseite von Cisco. Und das ist keine einfache Webseite. Das ist ein Schatz. Und wir können hier suchen, was wir wollen. Zum Beispiel VLAN. Hier kommt das Thema VLAN. Und es gibt zahlreiche Dokumente, die man lesen kann und runterladen kann. Introduction, Requirements. Und das ist eine kostenlose Quelle für VLANs. Man braucht nicht Bücher zu kaufen oder irgendwelche hochwertige Kurse zu bezahlen, sondern man braucht nur Zeit investieren, selber recherchieren, wie das funktioniert. YouTube ist natürlich auch da und diese Szenarios von Kit Barker sind auch da. Wenn man zum Beispiel den theoretischen Anteil lernt und braucht ein bisschen Praxis, braucht ein bisschen seine Hände dreckig zu machen, ein paar Config selber reinzumachen und dafür sind diese Labs halt da. Und die sind echt hilfreich. Hier sind auch nochmal die Dokus von VTP zum Beispiel. Wir haben in diesem Szenario, ich mache das auf. Und kurz, ich schaue auf mein Schuldnerbrief. Okay, das ist die alte. Ist schon vorkonfiguriert. Okay, wir machen Folgendes.
Dieses Szenario habe ich schon gemacht und meine Config sind gespeichert. Wir machen andere. Wir machen MLS und schauen wir uns das hier an. Ich hoffe, das ist noch nicht gemacht. Sonst müssen wir etwas Neues runterladen. Show IP Interface Brief. Und Show WLAN Brief. Okay, dieses Szenario ist nicht gemacht, also nicht gespeichert von gestern. Show IP Route, Show auf die Routing Tabelle. Run. Running Config. Okay, alles sieht gut aus. Okay, ich habe dieses Szenario nicht gespeichert, Gott sei Dank. Aber die Szenarios sehen so aus. Ich das wegnehmen kann. Okay, wir lassen das bleiben. Ich wollte diese Bilder irgendwie wegnehmen. Aber bleiben wir bei Thema. Ich bringe das Ganze hier ein bisschen, damit das besser zu sehen ist. So. Ich hoffe, ihr könnt das besser sehen. Mache ich ein bisschen größer. Was steht hier denn? Hier steht das Multilayer Switch Lab. Start each lab from base configuration. Erster Fall ist MLS2. Hier MLS2. Die mittlere. L3 Interfaces for 101 und 102. Das bedeutet, L3 bedeutet IP. Wenn ich immer L3 sehe, erinnere ich mich auf IP-Pakete. Die sind Layer 3. Und der erste Fall ist, dass beide unsere Interfaces, beide unsere Schnittstellen mit IP funktionieren und die sind kein Switchport, sondern ein L3 Interface, Layer 3 Schnittstelle mit IP. Zweiter Fall ist, dass MLS2 sein Gigabit 101 auf Layer 3 funktioniert und L2 Port von der anderen Seite. Bis hier ist Layer 2 und hier ist Layer 3. Das ist die zweite Fall. Dritte Fall ist das interessanteste Fall und sagt, dass MLS2 hat beide Ports in L2, also keine IP an diese Schnittstelle konfiguriert, sondern beide arbeiten mit Layer 2 Ports im WLAN 30 und WLAN 20. Use any flavor of your routing. Any flavor of routing you want. Laptop should be able to open web page on server for each scenario above. Unser Ziel ist, dass diese Laptop eine Webseite aufmachen kann. Lass uns direkt versuchen, ob wir jetzt schon die Webseite öffnen können. Nicht pingen, sondern Webseite öffnen. IP ist 10.3.0.50. Schauen wir uns an. Request Timeout.
Das können wir nicht machen. Okay, wir springen hier direkt zum Thema Konfiguration. Versuche das noch ein bisschen größer zu machen. Okay, das sieht jetzt besser aus. Erster Fall war, dass unsere MLS2 seine beiden Hände mit Layer 3 konfiguriert hat. Erstmal muss ich die IP-Adresse checken. IP-Config zeigt mir, unsere IP-Adresse ist 50, Gateway ist 1. Okay. Dann muss ich hier in diese Schnittstelle Gigabit Ethernet 00 musste ich 1 haben. Wir verifizieren das. Show IP Brief. Genau, ich habe 1.1 und auf die andere Schnittstelle das hier 0.1. Man muss sich irgendwas in 10.2er Netzwerk haben. Und 0.1, 10.2.0.1. Okay. Hier sieht alles gut aus. Schauen wir auf unsere MLS2 Show IP Interface. Brief. Die beiden sind ab. 01 und 02, beide sind ab. Aber keine IP-Adresse. Wir haben hier keine IP-Adresse. Was ich hier machen kann, ist Conf-T Interface Gigabit Ethernet 101 Node-Switch Port, weil wir wollen in Layer 3 IP geben und kein Switch, Multi-Layer-Switch kann gleichzeitig Router und Switch sein. Das ist das super Funktion von MLS. IP-Adresse ist 10.2.0.2 und wie war die Mask auf Router? War das schon vierundzwanzig? Okay, wir konfigurieren, wir geben hier auch 24 Mask ein. Das ist die 24 Maske, No Shot, Exit. Das Wichtige ist, wir müssen hier auch IP-Routing eingeben, damit er versteht, er hat auch Routing-Aufgaben. Nicht nur Switching, sondern hat auch mit IPs zu tun. Muss Pakete weiterleiten. Die andere Interface ist Interface Gigabit Ethernet 102. Hier muss ich noch mal auf unsere Server checken, wie ist die Konfiguration, Config. Wir haben 50 und unser Gateway ist 2. Okay, wir müssen hier auf unsere MLS 10 0 3, 2 konfigurieren. Maske ist 24, alles in Ordnung. Gehen wir in unsere MLS. IP-Adresse 10 3 0 2 mit 24er Maske. Okay, Freunde, hier ist der gute Fehler passiert. Erstmal müssen wir sagen, dass diese Interface ein Switchport ist. Schauen wir auf unsere Description. Genau, wir haben hier keine VLAN im ersten Fall. Beide sind auf IP basiert. So, was ich hier machen kann, ist auf MLS kommen. Und hier sagt man No Switchport erstmal.
Und jetzt können wir IP-Adresse geben. Wenn wir diesen Befehl nicht eingeben, dann versteht er nicht. So, jetzt nimmt er an. Exit to show IP brief und exclude unassigned. Exclude unassigned zeigt mir nicht alle Schnittstellen, sondern die, die nur IPs haben. Okay, unsere Verbindung ist da. Ich kontrolliere das mit doPing 3050. Kann ich das selber sehen? Ja, kann ich sehen. Und 2.1 haben wir auf die andere Seite, auf Router. Ja, Router ist auch erreichbar. Ist gut. Wir haben unsere Layer 3 Verbindungen, sind mit IP erreichbar und wir brauchen jetzt eine Route. Was mache ich für Route? Ich nehme RIP zum Beispiel. Router RIP Network haben wir von Netzwerke 10.1.0.0 10.2.0.0. Okay, ich gebe 10.3.0.0. Und no auto summary exit. Wir haben Router RIP hier konfiguriert, unsere beiden Netze eingetragen und jetzt auf die Router-Seite kommt die Router RIP ist 10.1.0.0 auf einer Seite und Network 10.2.0.0 auf die andere Seite. No Autosummary. Jetzt warten wir ab, bis sie sich unterhalten und umtauschen. Am Ende müssen wir eine Nachbarschaft haben und dann schauen wir auf unsere Routing-Tabelle. To show IP-Route. Ja, wir haben hier einen Eintrag in unsere Routing-Tabelle. Schade, dass wir keine Logs bekommen haben. Ich habe hier keine Logs gesehen. Aber ist okay. Er steht für RIP. Unser Router 3 hat keine 10.3.0 Netzwerk, sondern einmal 10.1.0 und einmal 10.2.0. Aber er kennt jetzt ein neues Netzwerk mit 10.3.0, der über 10.2.0, also hier lang, erreichbar ist. Das ist schon mal sehr gut. Und ja. Wir haben jetzt Connectivity, wenn alles gut läuft. Und was war die Aufgabe? Use any flavor. Wir haben RIP benutzt. Laptop should be able to open web page on web server. Alright. Jetzt müssen wir die Webseite sehen können, wenn alles gut läuft. 10.3.0.50. Ja, die Webseite ist erreichbar. Erster Fall gecheckt, hat funktioniert. Ich habe kein Configs gespeichert. Deswegen kann ich hier einmal starten. Rebooten.
Okay. Gut. Wie war das Feller? Hier sagt Reboot. Okay. Schon lange kein Router gebootet. Routing Process, alright. Warte, ich habe jetzt vergessen, wie man von Reboot Command Disco Reload. Okay, das war Reload. Danke, kein Reload has been modified. Willst du das speichern? Jetzt fragt der Router, ob ich die Configs speichern möchte. Ich sage nein. Ja. Machen ein Reboot auf dieser Route auch. Do reload. Nein. Yes. Jetzt macht er ein Reboot. Schauen wir auf MLS. IP-Interface Brief und exclude unassigned. Alright. Jetzt ist wieder auf die erste Situation und unsere Config sind sozusagen weggeflogen. Show IP-Interface Brief. Show IP-Route. Alles sieht gut aus. Show Run. Ein RIP konfiguriert, alles gut, perfekt. Okay, wir gehen jetzt zum zweiten Teil. Die zweite Aufgabe war, dass wir einerseits mit Layer 3, einerseits also diese Schnittstelle mit IP konfigurieren, die andere mit VLAN 30. Hier VLAN 30. Hier IP. Okay, das werden wir machen. Machen hier weiter mit Show WLAN Brief. Erstmal schauen wir. Okay, wir haben keine V30. Auf die. VLAN 30, dann Port Mode Access VLAN 30. Wir müssen erstmal VLAN 30 bauen. Jetzt haben wir das. Du Show VLAN Brief. Okay, VLAN 30 ist da. Und ich werde das so machen, dass wir dieses Server in VLAN 30 reinschmeißen. Dann wird sein Traffic getaggt. Er braucht aber ein Gateway. Unsere Gateway kann ein virtuelles Interface sein und wir geben ihm eine IP-Adresse. Interface, erstmal müssen wir diese virtuelle Interface bauen, weil unsere Schnittstelle Gigabit 102 wird als Switchport arbeiten und wir können ihm keine IP-Adresse geben. Deswegen müssen wir hier Interface VLAN 30 bauen.
IP-Adresse ist 10.0.2, genauso wie letztes Szenario, aber dieses Mal auf eine virtuelle Interface. Usual. If exclude unassigned, alright, wir haben ja zu, ich sage. Und diese Schnittstelle muss jetzt in VLAN 30 rein. Interface Gigabit 1 Session 102 Switchboard Access Switchboard Access VLAN 30. Exit IP-Routing und diese Interface wird normale IP bekommen, wie letztes Mal. Switchboard, no Switchboard und IP-Adresse muss 202 sein. Das geben wir ein. Interface Gigabit Ethernet 101. No Switchboard, IP-Adresse 3. Wir verifizieren jetzt unsere Schnittstellen. Einmal das hier und einmal unser virtuelles Interface. Beide sind up and running. Das ist schon mal gut. Und ja, ich werde jetzt mein Server pingen von hier. Du ping 30.050. Es funktioniert. Und mein Server hier ist erreichbar durch VLAN 30 und die Router zu Pin 10 zu 1. Perfekt. Links und rechts alles erreichbar, Verbindung ist da. Wir brauchen jetzt eine Routing-Mechanism und dann sind wir fertig mit diesem Szenario auch. Für Routing nehmen wir ihr GRP dieses Mal. Router, ihr GRP, zum Beispiel Network 10 0 0 und hier brauchen wir Wildcard Bits. Wildcard-Bits sind 255. Was haben wir noch? Wir haben Wire-Netzwerk. Und das war's. Geben wir die Netzwerk für unsere Hände. Wir haben einmal 300 und 200. Jetzt kommen wir zu Router. Auf die. Router eGRP 10, das ist wichtig. Und Netzwerke haben wir einmal 100 mit 255 als Wildcard Mask. Und wir haben, schaut euch jetzt das Ding an, wie schnell ist eGRP? Das geht. Wenn ich hier 2 eingebe, wow, bam, sofort Nachbarschaft ist da. Usho, EIGRP, Neighbor, Usho, EIGRP.
Zeig mir kein EIGRP-Nachbar. Show IP, EIGRP. Ach, ich habe IP vergessen. Jetzt zeigt er mir das mit dieser Adresse über diese Schnittstelle eine Nachbarschaftsbeziehung besteht. Und wenn ich sage Show IP Route, dann zeigt er uns diese Entry in unser Routing Table, dass Netzwerk 10.3.0 erreichbar ist über 10.2.0. Und diese Port sozusagen. Und wir müssen jetzt wieder der Lager sein, das Ding zu öffnen. 10.30.050 und ist wieder da. Perfekt. Alles klar. Die zweite Fall haben wir auch konfiguriert. Und dritter Fall ist, dass die beiden Schnittstellen in MLS2 in zwei verschiedene VLAN sind. Das machen. Mal ein Reload. Nein, ich möchte nichts speichern. Yes. Und unser Router genauso. Reload, nein. Ja. So, jetzt gehen wir zum dritten Fall. Unser dritter Fall ist, dass beide Schnittstellen G101 und Gigabit 102, dass die beide als Switchport arbeiten. Wenn wir von Switchport reden, von L2 reden, bedeutet, wir konfigurieren keine IP, diese Schnittstelle, sondern wir können VLANs herstellen und diese Schnittstellen in dementsprechende WLAN, der VLAN einwerfen. Ja. L2 keine IP. L3 immer IP. Okay. Wir machen das dieses Mal auch mit virtuelle Interface, weil am Ende brauchen die Pakete Routing. Die müssen geroutet werden. Unser Laptop ist in einem anderen Netzwerk. Und deswegen, ich werde dieses Mal auch virtuelle Interface nehmen oder BIS nennt sich das irgendwas so. Lass uns die Funktion von Cisco Webseite hier besser kennenlernen. Ich komme hier und schreibe Switch Virtual Interface. Hier kann man kein Tab eingeben. Switch Virtual Interface. SVI. SVI ist die Abkürzung und ist ein virtuelles LAN auf Switchports. Hier gibt es auch zahlreiche Dokumente. Bei Cisco kann man als PDF runterladen. SVI External Encapsulation About ist zwar auf Englisch, aber man kann auch in DeepL übersetzen lassen oder selbst auf Englisch lesen. Schadet niemanden, lernt man auch ein bisschen. Und hier ist gute Dokumentation kostenlos umsonst von Hersteller. Und falls ihr eure Lösung hier nicht findet, dann könnt ihr auf andere Quellen. Die sind alle Cisco Documents. Switch Virtual Interface. Es ist das gleiche. Okay. So, back to our scenario.
Wir sind jetzt wieder da. Wir wollen zwei virtuelle Interface bauen. Erstmal brauchen wir zwei VLANs, VLAN 20 und VLAN 30. VLAN 30 Exit, VLAN 20 Exit. To show WLAN Brief. Nicht to show, sondern to show WLAN Brief. Okay. Und beide unsere VLAN sind da, aber keine Interface, keine Ports. So, wir schmeißen diese Port, so wie die Frage wollte. Die Frage wollte, dass 102 in WLAN 30, 101 in WLAN 20. Okay, so machen wir das. MLS. Interface Gigabit Ethernet. Ich habe die Markierung 102, 102 Switchport Mode Access, Switchport Access VLAN 30. Gehen wir zum 11 Switchport Mode Access und Switchport Mode Access 20. Exit. Jetzt bauen wir unsere virtuelle Interface und geben wir die IP-Adressen. Wir kommen jetzt zum Layer 3 Konfiguration. Also wir brauchen IP-Routing-Befehl, damit unsere MLS versteht, hat auch mit Routing zu tun. Interface. VLAN 20, IP-Adresse ist VLAN 20 ist hier, diese Seite ist 10.2.0.1, deine 1 steht da und hier haben wir 2, 2 steht für das Ding da, IP-Adresse ist 10.2.0.2, ist 20, no shut, status up, dann gebe ich ein shut ein, aber virtuelle Interface ist bei default up. So, welche war das jetzt? Das war 101, Interface VLAN 20, okay. Das ist für unsere Verbindung hier. Wenn die Pakete reinkommen, wir finden hier Interface VLAN 20, weil diese Schnittstelle VLAN 20 gehört und die Routing wird hier passieren. Dann unser MLS hat Ahnung von diesen Tags, woher die kommen und was da passiert. Die andere Seite haben wir ein physikalisches Interface, das ist genauso in WLAN 30 und wir brauchen auch eine virtuelle Interface, was wir hier nicht sehen, aber wir haben das konfiguriert. So, Interface VLAN 30 dieses Mal ohne Hashtag und IP-Adresse ist 10 302. Null. No shot brauchen wir nicht. Exit und to show WLAN Brief erstmal. Schauen wir unser WLAN. Ja, das stimmt. 20, 30. Und do show IP-Interface Brief. Exclude unassigned. Haben wir WLAN 20, 2, 30, 3. Die passen sogar. Und ja, jetzt müssen wir unsere Connectivity checken.
Looping 10, 3, 0, 50. Komm zurück. Und 2, 1. Ist der Router auf die andere Seite. Komm zurück. Für Routing nehmen wir Static Routes dieses Mal. Ich wollte OSPF nehmen, aber EIGLP haben wir genommen, RIP genommen. Static Route nehmen wir. Dieses Mal konfigurieren wir manuell. Static Route einzugeben ist der so IP Route. Dann geben wir unser Destination Netzwerk. Ihr könnt auch jederzeit Help nehmen. Ihr Destination Prefix. Wir wollen zum 10, 1, 0, 0 gehen. Nochmal Hilfe. Prefix Mask 255 255. Das ist ein slash 24 Netzwerk. Deswegen geben wir die Subnet Maske und dann jetzt müssen wir eingeben, über welche Route oder über welche Interface. Ich mache das immer so, ich nenne den Netzwerk, ihr könnt auch die Interface nehmen, zum Beispiel, wenn man hier sagen, über diese Interface, Gigabit 101, oder man kann Netzwerk geben. Best Practice ist Netzwerk zu geben. Also ich gebe die IP-Adresse von unserem Router, das heißt, wenn du zum dieses Netzwerk gehst mit 10.1.0.0, musst du dich immer an dem Router hier mit dieser Adresse melden. Er kennt die Route und verbindet dich. Das ist das Einfachste, wie ich mich ausdrücken konnte. 10.2.0.2.0.1 ist die Route auf die Seite. Und zack. Wir verifizieren das mit Show IP Route. Es steht für Static, kann man in dieser Tabelle auch lesen. Wo ist SSSSS? Es ist Static, das erste, zweite. Okay, die Route haben wir auch eingegeben. Kennt das Netzwerk via 10.2.0.1. Auf unserer Route genauso. Er hat keine Ahnung, hat zwei Hände. Eine Hand mit 10.1.0, die andere Hand mit 10.2.0. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Deswegen schreiben wir unsere Route auch hier. IP Route. Wenn du zum das Netzwerk 10.3.0.0 gehen möchtest, mit slash 24 Maske, gibt die Pakete 1.2.0.2 hier weiter. Er weiß, worum das geht, weil seine Hand ist direkt verbunden in diesem Netzwerk. Sag fertig, nochmal verifizieren, Du schon IP-Route. Ja, unsere Static Route ist auch hier. Und checken wir das nochmal. 10.30.50. Webseite ist erreichbar. Okay, Freunde, das war ein kleines Beispiel, wie man hier mit diese kleinen Szenarios spielen kann. Ich habe das hier und die kitmarker.com runtergeladen. Ich lasse nochmal Link hier unten im Video. Ja, gib mir ein Like, wenn das Video euch gefällt und schreibt eure Meinungen dazu. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Die Webseite von Cisco bitte nicht vergessen, das ist ein Schatz. Man kann hier alles finden,
und kostenlos im PDF-Format runterladen. Deswegen ist Cisco auf andere Ebene vergleich mit anderen Herstellern. Vielleicht gefällt das ein oder anderem nicht, aber Cisco ist hier, die anderen sind hier. Und deswegen möchte ich mich gerne im Cisco-Bereich entwickeln, nicht in andere Hersteller. Die verfolgen Cisco. Cisco nimmt eine Schritte und die ganze Welt verfolgt Cisco. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bitte hinterlasst mir ein Like. Schreiben in Kommentare. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.